Sieben Menschen sind heute Nachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A45 verletzt worden, darunter eine Person lebensgefährlich. Gegen 16.30 Uhr kam es kurz vor der Raststätte Röllweder Mühle in Fahrtrichtung Frankfurt zur folgenschweren Karambolage. Ein Renault Kleinbus kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit zwei Autos, darunter einem Dreier BMW, der bis zur Unkenntlichkeit zusammengeschoben wurde. Die Polizei geht nach Zeugenaussagen davon aus, dass der BMW sehr langsam fuhr oder sogar auf der Autobahn angehalten hatte. Zeugen hatten beobachtet, wie die Insassen zuvor mit den Händen aus den geöffneten Scheiben gestikuliert hatten. Die Feuerwehr befreite aus dem Wrack einen Mann, der reanimiert werden musste. Auch ein zweiter Insasse des BMW wurde schwer verletzt. Die Sauerlandlinie blieb nach dem Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt bis in die Abendstunden voll gesperrt. Vor etwa einer halben Stunde kam es hier zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen, wobei der Hauptunfallort befindet sich hier in der mittleren Fahrspur. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das rote Fahrzeug hier zu meiner linken Hand fast zum Stillstand und das nachfolgende Fahrzeug fuhr dann ungebremst vermutlich auf. Dabei wurde noch ein drittes Fahrzeug, was in der linken Spur fuhr, ebenfalls geschädigt. Wir haben zurzeit sieben Verletzte, wobei wir davon ausgehen, dass davon mindestens drei Schwerverletzte, wenn nicht sogar schwerstverletzte Personen bei sind. Zurzeit haben wir einen Rückstau von etwa 9 bis 10 Kilometern bis zum Hagener Kreuz. Dort wird der Verkehr zurzeit abgeleitet.